So, willkommen zurück beim Let's Play von Ruhn. Und wir sind in Suturs Heim. Oder wie ist das Level jetzt hier genau? Die Feuer von Sultur oder Sultr. Der Feuerriese. Hat sicher eine wichtige Rolle in irgendeiner nordischen Geschichte. Vielleicht sogar in Ragnarök. Apropos Ragnarök, ich habe eine schicke Serie gesehen. Von 2020. Ist eigentlich noch recht frisch. Es wird auch wohl eine zweite Staffel geben, was ich ganz cool finde. Und zwar geht es da dann im Grunde genommen nordische Mythologie in einem modernen Setting versetzt. Ich glaube aus Dänemark oder Norwegen direkt. Das spielt auf jeden Fall in Norwegen. Und ja, ist auch so eine Coming-of-Age-Story mit einem Jungen, der dann feststellt, dass er irgendwie die Kräfte von Thor hat. Und es gibt so einen lustigen Loki-Charakter, so eine Art und alles so Jugendliche. Und das hat mir sehr gut gefallen. Kann ich empfehlen. Viele werden nach Hel geschickt, junger Krieger. Viele? Ich erlaube keinem wieder zu entkommen. Aha. Na gut, was du erlaubst und nicht erlaubst, das ist für mich weniger relevant, weil ich tue einfach, was ich will. Eine weitere rostige Keule. Und wir hören sehr viele Schreie von den Toten. Und hier draußen sehen wir vorbeiziehende Wolken mit einem Rotschimmer überlegt. Kurzschwert. Und ja. Das tobt draußen. Das sind dann wohl die Feuer von Sutur. Hier ist eine Eidechse. Anscheinend auch eine entehrte Eidechse. Warum sollte sie sonst hier unten sein? Hier sind alles Entehrte. Bis auf mich natürlich. Ich bin was Besonderes. Okay, da geht's runter. Da ist grüne Suppe. Ich weiß jetzt übrigens, wie ich in diesen einen Raum, wie ich hätte da reinkommen müssen. Also ich hätte durch diese zerbrechliche Tür gehen müssen. Und die erreicht man... Oh, meine Güte! Das Ding fliegt mir voll entgegen. Und dann hätte ich irgendwo hochklettern können. Und dann wäre ich in diesen Raum gekommen. Zünde mein Feuer. Und warte einfach ab. Die alte Strategie des Abwartens. Feiert ihr... Aua, Revival. Ja, das war's. Naja. Und da gab's dann zwei gelbe Runen, aber ich habe ja schon volle Runenpower und... Ja, vielleicht noch ein paar Waffen oder Eidechsen, aber... Nichts wirklich Wichtiges, also keine Health-Rune. Das wäre das Einzige, was mich interessiert hätte. Fliegt mir das Ding auch wieder entgegen hier. Nee, das muss ich zerschlagen. Und da gab es irgendwo eine Wand. Ich glaube, in dem Raum... Oh, ich sehe da die Untoten ankommen. Und da stehen auch schon ein ganzer Haufen steht hier. Ich stecke euch mal alle in Brand. Oh, hier ist ein großer Bereich. Und ich brauche Feuer. Gib mir Feuer! Brenne! Du brennst... nicht. Du brennst auch noch nicht. Aua. Ich muss abwarten, bis ihr alle brennt. Ohohohoho. Das war gemein. Das war gemein. Wie hätte ich das denn kommen sehen sollen? Brennt. Okay, die beiden brennen schon mal. Das ist gut. So. Du brennst hoffentlich auch. Wir müssen alle in Brand stecken. Feuer der Hölle. Hilf mir. Ich bin der Feuermann. Nicht der Feuerwehrmann, ich bin der Feuermann. Hier ist noch einer. Du? Aha. Sie strafen gerne. So. Du willst dich sicher auch öffnen. Öffne dich für mich. Autsch. Ja. Komisch, das Ding geht nicht auf. Will mich zerquetschen.
nichts. Erstmal will ich hier alle Bereiche klären. So. Ja. Ich denke immer schon, die sind erledigt, wenn sie brennen, aber es dauert ja mal ein bisschen, bis sie voll abgefackelt sind. Ihr seid nicht gerade feuerfest, so wie die Goblins. Das ist der Vorteil der Lebenden. So, bin ich hier rausgekommen. Ja, oder reingekommen, besser gesagt. Oh, noch wieder zwei Stück. Na gut, kommt her. Ich erwarte euch. Und mehr sind hier unterwegs. Autsch, autsch, autsch. Sind ja auch schnell. Oh, sie schneiden mir den Weg ab. Also ich bin ziemlich beeindruckt von den Fertigkeiten, mir den Weg abzuschneiden. Zu strafen. Das ist eigentlich meine Geheimwaffe. Okay, nochmal zwei. Oder drei. Kommen da immer wieder neue? Das kommt mir fast so vor. Ich merke mir das jetzt mal. Jetzt rennen sie überall rum. So, du hast doch sicher gleich auch die Knusprigkeit erreicht, die du brauchst, um umzukippen. So, dann wollen wir mal sehen. Kommt da immer wieder neue? Wenn ja, dann... Ja, kommen immer wieder neue. Also kann ich mir eigentlich hier nur die Echsen schnappen. Dann verschwinden. Also das ist ein Bereich, den man meiden sollte. Ist das hier auch so ein Bereich? Wahrscheinlich. Ja, toll, dass ich die Echsen gegessen habe, ist jetzt schon wieder dumm gewesen. Jetzt habe ich. Nö, jetzt habe ich die wieder angelockt. Okay, wisst ihr was? Ich lasse das einfach. Ich gehe da nicht hin. Diese Echsen sind zwar verlockend, aber wenn ich da für gegen drei Untote jedes Mal kämpfen muss, dann lasse ich das lieber. Was ist hier? Kommen hier auch welche an? Ja. Und hier gibt es noch nicht mal Echsen. Also lasse ich auch das. Ich lasse es einfach. Oh, ein Durchgang. Hier ist eine Berserker-Rune. Die kommen wenigstens keine an. Wie komme ich denn da hoch? Hochspringen kann ich nicht wirklich. Dafür bin ich zu klein. Ragnar ist zu klein. Es muss einen anderen Weg dahin geben. Ich sehe nur keinen. Muss ich eine Wand zerschlagen? Nee. Also diese Rune. Oh! Kerzenleuchter. Schick. Über diese Schreie. Kam ich raus. Da sind die verlockenden Eidechsen. Sehr verlockend. Okay, dann geht's hier wohl weiter. Hm. Interessantes Gesicht. Okay. Ein Untoter. Verfolgst du mich? Jo. Okay, er kommt. Er kommt! Ich nutze das Gelände. Und dann bist du tot. Verstecke mich hinter einer Säule. Oh, okay. Ein weiterer Kandidat. Für den Trick des Jahres.
lauf hier lang. Yep. Und wenn ich zurück bin, dann sollte er tot sein. Yep. Was liegt hier denn? Okay, ein Kurzschwert. Ich kann das hier wohl nicht zerschlagen, oder doch? Aha. Gut. Ah, und dann komme ich zu der Berserkerrune. Okay. Ja. Berserker-Modus. Bringt mir nur nicht so viel. Weil selbst im Berserker-Modus kann ich mit meinem Kurzschwert nicht viel machen. Ragnar hat dann rote Augen, wie man kurz sehen konnte. Jetzt der Berserker-Modus auch schon wieder beendet. Dann sehe ich weitere Untote. Hohoho, ja, ich weiß, wie ihr agiert. Die strafen und dann schlagen sie zu. Also da hinten sehe ich eine Rune. Ich sehe zwei Eidechsen. Da unten ist auf jeden Fall einer. Da ist Fleisch. Da sind noch mehr Flammen. Suturs Flammen. Ja, dann muss ich da wohl runter, wa? Hi, wie geht's? Oh, okay. Die Fackel ist ausgegangen. Nein! Sie hatte bloß noch eine Ladung. Es wäre schön, wenn du einfach sterben würdest, weil dann kann ich in Ruhe meine Sprünge planen hier. Du behinderst mich ein bisschen bei meiner taktischen Planung. Danke. Für das Feuer. Okay, diese Säulen sehen aus, als könnte ich sie zerschlagen. Aber ich will das Feuer nicht ausmachen. Deshalb verwende ich einfach mein Schild. Aha. Hoffentlich werde ich nicht zerschlagen, weil ich glaube, die fallen nur in eine bestimmte Richtung. Oder ich kann sie nur von einer bestimmten Seite angreifen. Ja. Oh, und ich bin gestorben. Okay. Baum fällt. Säule fällt. Oh, irgendwie habe ich das überlebt. Durch wildes Gewusel. Erstmal ein paar leckere Echsen hier. Schon ein bisschen vorgewärmt durch die Lava. Oh. Okay. Ja, genau, das passiert dann. Ich könnte es vielleicht so machen, dass ich genauso springe in die Säule hinein. Jawohl, dann geht's. Aha. Die Frage ist bloß, komme ich hier wieder weg? Da fehlt mir dafür noch eine Säule. Oh, ich hab's geschafft. Gut, gut, gut. Alles ist gut. Oder zumindest nicht schlecht. Oh, der ist sogar so gelandet. Hey, ich krieg Fleisch hier. Hm, köstliches Eidechsen-Riesenfleisch. Hier besteht alles aus Eidechsen. Ich denke, ich höre auch, der Met ist Eidechsen-Met. Köstlicher Eidechsen-Met. Gepresst aus den Körpern dieser Eidechsen. Okay, Fackel, komm zurück. Ich brauche dich. Dennoch sind wir nicht aus Hells Reich raus. Wir befinden uns zwar eigentlich in dem Reich von Feuerriesen, aber Hell ist anscheinend... mit allen irgendwie zusammen. So. Oh, oh, oh. Irgendwie saß ich da fest. So, ich bin rüber. Was kommt jetzt? Und Tote und... Ah, eine neue Waffe. Ein neues Schwert, endlich. Das popelige Kurzschwert wird endlich ersetzt, beziehungsweise wir haben das Kurzschwert dann zwar noch, aber wir können dann halt wechseln zu der nächst besseren Waffe. Und da liegt ein toter Goblin, eine Eidechse und eine Axt. Und ein Schwert.
Okay. Wir kriegen jetzt eine Waffe, mit der wir hoffentlich diese Untoten leichter bezwingen können. Und zwar einen römischen Schild. Nee, Schild ist das nicht. Das ist das römische Schwert. Das ist ein Gladius. Mit einem grünen Bronzegriff und einer Spezialfertigkeit, die ein bisschen mehr Runenpower kostet. Und man sieht es schon am Icon, was das ist. Nämlich ein flammendes Schwert, was natürlich perfekt ist gegen diese Untoten. Allerdings, diese Waffe ermöglicht es uns auch, leichter Köpfe abzuschlagen. Zumindest sollte sie das. Jawohl, schon zwei geköpft. Schon ein Unterschied. Noch einer geköpft. Also es lag wirklich an der Waffe. So, bis jetzt mussten wir ständig mit den Fackeln kämpfen gegen diese Untoten, weil sonst wäre es nahezu unmöglich gewesen, da durch sie durchzukommen. Aber jetzt haben wir eine Waffe, die einerseits eine Fackelfunktion hat, solange wir Runenkraft haben natürlich. Und andererseits haben wir jetzt auch eine Waffe, die auch von sich aus schon Untote bezwingen kann, indem wir sie einfach köpfen. Echse, yeah. So, und hier war noch eine Rune. Die ich natürlich haben möchte. Oh, beziehungsweise, gut, ich hätte jetzt gerade Runenpower einsetzen können. Dann brennt unser Schwert. Und ich kann es anscheinend zweimal einsetzen mit der derzeitigen Runen... vollständigen Runenkraft, wenn ich vollständige Runenkraft habe. Und dann brennt unser Schwert. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie das Tor hier aufkriegen. Es gibt sicher einen Schalter, oder? Also wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt die Fackeln mit uns rumschleppen. Die gute alte Fackel. Lange habe ich dich benutzt. Und ich nehme sie auch noch weiter mit. Aber noch finde ich das nicht schlecht, dass man die Untoten... Oh, da geht's weiter. Auf die Art besiegen kann. Aber man muss sie bloß einmal treffen und dann abwarten. Klingt natürlich nicht so heroisch und ist es wohl auch nicht. Aber ich bin ein Pragmat. Hier geht's auch nicht weiter. Schicke Bildnisse an den Wänden. Welche komischen Dämonengesichter oder sollen das Götterbilder sein? Wenn dann wahrscheinlich von Riesen. Feuerriesen. Was ist das hier für ein Feuerspucker? Ah, es geht hier weiter. Okay, und wir sind anscheinend in einem Ort, der wieder eine Art von Höhle ist. Der Boden klingt sandig. Und hier ist eine brüchige Wand. Da kann ich nicht lang. Also, springen wir. Super Jump. Der Zerstampfer Ragnar ist zurück. Oder auch nicht. Okay. Dann eben... die Axt. Ja, Schwert. So ein neues römisches Schwert. Und Loading. Und, oh, ein Rabe. Hey! Hunin und Munin. Na, wie geht's, Odin? Komm nicht zu nahe, sonst kommst du in Brand. Kann ich dich in Brand stecken? Warum bist du überhaupt hier? Was machst du hier unten? Ich habe ihn in Brand gesteckt, oh nein. Und er brennt. Aber nicht lange. Es ist ein magischer Vogel. Gut, und jetzt befinden wir uns anscheinend in... Hirokin? Hirokin, das Reich des Hunger. Hat jemand Hunger auf Eidechsen? Wir werden sehen, ob wir welche finden in diesem Level. Bis gleich.